Wir schauen uns heute in aller Ruhe hier am Strand um und reden auch mal mit den Einkaufswegen, was auch immer Einkaufswegen am Strand zu suchen haben. Oh, ein Tourist. Hallo? Mehr willst du mir nicht sagen? Ich dachte, er will mit mir reden. Ich dachte, er hat ein Anliegen. Ich dachte, er ist gesprächig. Die anderen haben aber Anliegen, ne? Ihr wisst das, ihr habt schon mitbekommen. Du da hast deine Sandburg. Ich liebe mein Haus und deswegen werde ich es kaputt machen. Aber du hast nix. Endlich geht es aufwärts für den armen Olli. Stimmt, Olli war exakt der Haupteinkaufswagen aus dem ersten Ukulele im Sumpfgebiet. Es war jahrelang harte Arbeit, aber ich habe mir endlich ein Zuhause gebaut. Und dabei brauchte ich nur ein Buch mit festem Einband als solides Fundament. Ha. Also darunter befindet sich das nächste Kapitel. Als ich eine Pagey-Herausforderung hier in der Nähe gelöst habe, ließen sich diese Steine freilegen. Kann ich damit die Haie verscheuchen? Wollte gerade sagen, Versuch macht klug, das ist genau die Lösung. Ich helfe erstmal ihm. Gib einen Tonikum. Hey, der kann schwimmen. Prima, dich gehe ich auch gleich besuchen. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Also ehrlich, die Fische heutzutage sind so leicht reizbar. Okay, na, gib mal das. Ansonsten haben die auch eine ziemlich explosive Wirkung, nicht wahr? Cartoon. Cartoon-Optik. Ist auch ein Tonikum auf dem Meeresboden. Kaum zu übersehen. Mach ich das so kaputt. Was? Echt jetzt? Ich dachte, das ist das nächste Kapitel danach. Da ist die Kamera auch ein bisschen schief, habe ich das Gefühl. Ich guck so und ich bin schief. Kann das sein? Ich glaube, jetzt bin ich besser. So, was? Mal gucken. Braucht es doch noch härtere Geschütze? Probier's. Also ich werde mal 3 Steine draufschmeißen, vielleicht gehen die erst nach einer Zeit kaputt. Es gab ja als einzigen Tipp, ne? Von wegen, ihr schafft es nicht, das kaputt zu machen. Schon merkwürdig, ne? Würdig es sich zu merken. Vielleicht mache ich erstmal dich. Wobei, dann muss ich das Haus auch wieder kaputt kriegen. Das ist verblüffend. Wofür ist das denn? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass diese Feuersachen da was helfen, aber auf den Versuch kommt's an, oder? Sandburgen verbrennen. Schnapsidee. Das sah zwar für einen Moment sogar effektiv aus, aber da sind die Bomben zu Hause. Okay, stimmt. Die haben wir schon mal gesehen. Ich bin nur manchmal ein vergesslicher Mensch. Ja. Schön, dass man auch dran denkt, dass es auf im Wasser erlicht, nicht wahr? Das Feuer. Ich meine, es ist ja nur eine Beere. Ich stelle mir das vor, als wäre das eine scharfe Chilischote hier. Habe ich mit dir schon geredet? Ja, ein verdächtiges Dreieck im Sand. So, jetzt sind die Sandburgen aber reif. Oh shit. Ich bin voll falsch. Erstmal die hier. Bringt nur den Kollegen mal wieder. Suche eine verdächtige Reihe von Seesteinen unter Wasser. Sie zielen auf das Geheimnis, das du suchst. Hm? Gott, da muss ich mir erst... Also ich werde mir hinterher Gedanken machen, ne? Wahrscheinlich, wenn wir alle Level durch haben, suchen wir die ganzen Tonikum.
Und das wird interessant. Eine Pagey-Quest, let's go. Mal sehen, was die verändert. Vielleicht, dass wir den Wasserpegel, dass wir den Bereich trockenlegen können. Und unten hinkommen. Na, hier ist aber eine Wärme drin. Mann, mach doch mal keinen Dicken hier. I'm on my way. Wer doch gelacht, oder? Wobei, so lustig ist es gar nicht. Ist eher traurig. Wo ist Lady hin? Einfach komplett weg. Einfach verschwunden. Das spawnt ja auch immer neu. Jetzt sind wir über dem Berg. Da sind wir über den ganzen Berg. Nett. Diese kleinen One-Screen-Challenges, die nehme ich gerne an hier. Da gibt es ja auch zuhauf, ne? Wird belohnt mit guter Musik. Die Musik ist wichtiger, als dass sie die Oberwelt verändert. Nee, die machen das runter. Oh, ein Shortcut zum Anfang. Ja, moinsen. Hallo, Kapitel 2. Das ist ja was. Als ob ich da unten noch nicht gewesen wäre. Sag mal, ich brauche die Bomben von hier. Das ist doch viel zu weit, oder? Das ist viel zu weit. Aber es geht. Gab es keine anderen Bomben in der Umgebung? Ich könnte es ja mal probieren. Außerdem sieht das verdächtig aus. Moment. Muss im letzten Moment aber auch gut werfen. So. Ah, ist doch ein bisschen sehr optimistisch, oder? Einen Versuch will ich noch wagen. Weil ich finde, das hat was. Gibt es bestimmt noch andere Möglichkeiten. Weil ich auch schlecht gelaufen bin. Komm schon. Nee. Ausgeschlossen, oder? Das ist nicht angeeckt, das ist einfach explodiert in der Situation. Alles klar. Gut, gut, gut. Ich halte die Backen. Mach erstmal die Sandburgen kaputt. Da musst du nicht so knapp die Bomben nehmen. Wo haben wir noch welche gehabt? Durch seine? Nein! Du Monster! Wer auf Sand baut. Selbst schuld, ne? Tide, was? Turbinenturbulenz. Also Ebbe und Flut ist hier angesagt. Hatten wir noch irgendwo was? Vergleichbares? Kommen wir hier irgendwo hoch? Muss, ne? Aber ich weiß nicht wie. Dreieck im Sand. Ist das ein Dreieck? Nee, ne? Was hat mir das jetzt gebracht?
Können wir eigentlich an Palmen klettern? Nee, können wir nicht. Ach, doch nur ein drittes Mal, du Horst. Okay. Geheimes Sonar klingt nützlich. Hab ich ja gar nicht mehr gewohnt. Ja. Damit haben wir das Level freigelegt. Aber es gibt so viel zu entdecken. So viele schöne Sachen, die das Leben schöner machen. Was ist hier bei dem... Das Tonikon im Wasser. Komm, ich glaube, dass noch alles zu entdecken gilt. Also ohne Scheiß, ne? Muss ja irgendwie. Ich gucke mir jetzt den Leuchtturm an. Bin Leuchtturm-Fan, was los? Leuchtturm-Fan Nummer 1. Moment mal, hier kann ich gar nicht weiter. Den Hintereingang nutzen, oder was? Kann ich auch hinten rein? Könnte. Wäre sinnvoll. Thanks. Manchmal ist so eine einfache Lösung die richtige. Ich habe schon gesehen, ich will nur ein bisschen ausprobieren, wisst ihr? Weil das ein verdächtiger Stück Erde war. Ein verdächtiges Stück Gehweg. Das hier ist verständlich soweit, aber warum brauche ich zwei? Für da hinten. Muss ich erstmal öffnen, oder? Ich wüsste, mit was ich was öffne. Selbstverfreilich. Das sieht doch wieder nach einem wunderschönen kleinen Bereichlein aus. Nein, hoch. Aber jetzt. Brauchst du ihn ja nicht mehr. Das ist der Punkt. Wunderschön. Hoffentlich gibt es hier was sehr Brauchbares. Puh, hier oben bin ich jedenfalls in Sicherheit von meiner Angst vor großen Büchern. Meinst du? Tschüss. Lol. Uff. Warum hat er Angst vor großen Büchern und warum tun wir das? Ach so, wenn wir von oben rangehen, erreichen wir direkt das Alternativlevel in Kapitel 17. Könnte ich das vielleicht, warte mal. Das geht womöglich. Nee. Ja gut, wir haben viele Level vor uns und deswegen... Deswegen machen wir weiter mit Turbinen-Turbulenz. Let's go Moto, ey. Aber nur einen der beiden Level, allein von der Zeit her. Ich musste mich halt hier ein bisschen umgucken, entschuldigt mal bitte. Das macht's aber unrund. Wenn ich im nächsten Part wieder zwei Level mache, dann sind es zwei verschiedene Kapitel. Das ist mir eigentlich sehr unwohl. Na, mal abwarten. Mir fällt schon irgendwas ein, das wieder geil hinzukriegen.
kann ich runter. Doch bringt mir dies mehr als den Typi? Das sieht nicht danach aus. Echt nicht? Nur für Federn? Ich hab mich gefreut. Dann ab durch die Türe. Der behält das Ding eh nicht, oder? Nee, nee. Doch. Ich habe schon 20 Mal gesagt, ne? Nicht nur hier. Ich hätte auch vorne gerne da reingewollt. Da sehe ich aber auch Federn. Na gut, wenn da Federn sind, sind da bestimmt keine Münzen. Über mir ist eine Münze. Das sieht aus, als müsste man von der anderen irgendwo anders herkommen. Von oben zum Beispiel. Komm, tötet mich! Ich will's nochmal probieren. Macht mich kaputt. Ich bin ja auch ein ziemlich kaputter Typ, ne? Ach, das war er auch schon. Kann man nicht ausrasten. Nochmal. Nochmal, alles Absicht. Kinder, hey, was ein Aufwand. Aber jetzt. So. Das ist es nicht. Wie komme ich denn da hin, verdammte Axt? Gut, dann traue ich keinem mehr. Dann traue ich keinem mehr. Ich level neu da. Also. Weil der Levelanfang auch ein Checkpoint ist, weil ich ein bisschen... Ich halte nochmal die Clubshow offen. Kann ja wohl nicht sein. Doch da unten? Nee. Unfassbar verwirrende Angelegenheit. Schon in dem Bereich davor, weil da auch so eine Doppeltür ist? Hier oben vielleicht so? Als ob man da hochkäme. Quatsch. Nein! Kommst du nicht, Freundchen? Nein, Mann. Ich verstehe das nicht. Wo soll hier was sein? Rätsel über Rätsel, ey. Da ist nichts, definitiv nicht. So. Oben sind zwei Türen. Ich komme nicht hin, ne? Dann ist das so, dann komme ich da nicht hin. Dann komme ich da später irgendwie hin. Oder so. Aber die Frage nach dem Zeug hier stellt sich mir... Ihm? Als ob. Ich will es probieren zumindest, ne? Es ist irgendwie relativ nah gelegen. Ich komme nicht klar. Ich sehe was und ich weiß nicht, wie ich hinkomme. Geht so.
Ich dachte nur, weil das noch höher ist als das andere. Außerdem ist da eine Tür. Seht ihr das? Da kommt man von der Tür hin. Vielleicht habe ich gerade das System geglitscht. Wir gucken mal weiter. Da geht's ja auch nicht. Egal, ich hab die Münze. Wisst ihr noch eine andere Version oder wie man da hinkommt? Das ist mir echt ein bisschen schleierhaft. Da gebrauche ich schon mal antike Worte, die von der heutigen Jugend nicht mehr so aktiv genutzt werden. Das ist mir schleierhaft. Typische Begriffe, die jeder kennt, aber keiner nutzt, ne? Verblüffend. Auch, ne? Verblüffend. Wer sagt schon außer dem ollen LPM noch verblüffend? Verdammt, den habe ich nicht gekriegt. Ich hoffe, der war nicht wichtig. Sebastian, ne? Da bei dem anderen Unterwassertypi ist ja auch was. Oder war ich da schon? Moment. Ja, da kamen wir doch her, oder? Helden. Held! Der Held, der die Welt erhält. Was? Das Level macht mich richtig kirre, das regt mich auf. Dann noch so ein ruhiger Soundtrack. Geh ich an die Decke. Es gibt so viele zu entdecken in dem Spiel, ey. So viel zu entdecken. Nein, echt, die Oberwelt hört ja nicht auf, ne? Das ist sagenhaft. Ich sitze heute irgendwie echt komisch auf dem Stuhl. So gucken? Nein, so gucken. Ja, wenn ich gucke, sehe ich mich schief. Eigentlich, jetzt seht ihr mich gerade relativ, aber eigentlich nicke ich total. Du müsstest doch an meinem Stuhl hinter mir erkennen können, dass irgendwas schief ist. Vielleicht bin ich einfach nur ein schiefer Typ, ey. Ach, weißt du. Ich mach lieber den hier. So. Ja, jetzt aufi! Ja. Mir reicht's. Faxen, Dicke. Da kommt Layli und ärgert quasi. Ja, die Zeit müssen wir uns nehmen, schätze ich. Großteil, also wenn sich die Oberwelt so äußert, dass wir hier noch die Kapitel haben und so. Es sind jetzt insgesamt 20 Kapitel. Wir sind in Kapitel 14, wenn mich nicht alles täuscht. Sollte mit dem Gebiet über nördlich von Trousersheim dann schon passen. Alles und das müssen wir nur noch dann komplettieren. Nur noch, ne? Nur noch. Die ganzen Tipps von dem Schildfried allein. Aber ja, genießen wir das Spiel, solange wir können, ne? Kapitel 14 von 20. Passt das? Dazu. Backen. Wartet doch einfach ab. Das ist zu gut versteckt. Hat das Gründe? Hat das Gründe?
Was ist hier? Nichts. Nichts ist da! Ich kann diese Federn getrost als nichts bezeichnen, ehrlich. Wenn du Federmangel hast, dann gehst du in irgendein Level, aber... riskierst ja nicht Kopf und Kragen immer für Federn. Ja, doch, ich schon. Das bin ich wohl. Moment. Secret. Secret is here. Warum war da... okay, ich frage nicht. Ich bin doch die ganze Zeit ohne Lady unterwegs, ne? Das kannte Sprünge vor dem Wind. Mehr Glück als Verstand, ne? Hilfe! Ja, da brauche ich den Move dafür, ne? Das wird so... eher nichts. Ich nehme ein frisches mit. Das andere war schon benutzt. Wie ein olles Tempo. Okay. Geschmeidige Münze 4. Holen wir mal die faule Fledermaus zurück. Warum das unter Wasser so burnt, ne? Das ist die andere Frage. Schlechter Startzeitpunkt, aber egal. Ich kann euch nicht folgen. Es macht keinen Sinn, euch zu folgen, ihr merkt's. Hier ist was. Ich kann nicht stehen. Konnte ich da stehen? Richtig witzig. Na gut, dann fehlt ja nur noch die 5. Die war schon lange nicht mehr hinter dem Ziel. Wie wäre es denn mal hinter dem Ziel? Die letzten paar Male war es nicht hinter dem Ziel, deswegen wirklich. Das war schon... rekordverdächtig lange. Brauche ich den? Ja, so bedingt. Komm mal ran. Oder für hier? Geht's hier hoch? Nee. Komm mal mit. Das wäre ein schwieriges Versteck, ne, wenn du die so lange mitlotsen musst. Schande, ich bin viel zu unvorsichtig. Der Letzte. Ah, natürlich der Letzte. Aber hier stehe ich auch schon wieder. Es ist schon wieder die Gefahr, dass ich was übersehe. Aber die Münze ist ja hinter mir. Pass doch auf, Junge. Ja, aber der stresst halt auch so rum, ne? Als ob. Ich konnte nichts tun. Ich konnte nichts tun. Komm ran, Kollege. Frag mich nicht, warum ich das tue. Completionist. So sehe ich schwarz. Ich will das schon. Ich habe da schon Bock drauf irgendwie. Na gut, ich kann euch hören, liebe Zuschauer. Ich werde mich zusammenreißen, nicht Kopf und Kragen zu riskieren wegen nichts und wieder nichts. Woher so ein paar Federn, ne? Ich bezahle doch nicht mal die ganzen Toniken, ne? Ich Idiot. Ich bezahle die ja nicht mal. Ich finde die.
ich bezahle die nicht. Aber den ersten so schnell zu nehmen, ist vielleicht hier das richtige Rezept. Beim ersten nicht lange warten. Guck mal, er war absolut auf dem Ding drauf. Keine Chance, Freunde, keine Chance. Das Ziel. Wo ist die Nummer? Oh mein Gott, nein, 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 warte mal. Ich kann nicht zurück. Wo ist die Nummer 5? Wo ist die Nummer 5? Unfucking fassbar. Dann muss ich die nochmal auf Screen holen. Es gibt nichts Entspannteres, ne? Es gibt nichts Entspannteres. Das ist belastend. Hier auf jeden Fall hinterm Ziel. Ich kann mich selbst verprügeln manchmal. Hier warten. Das ist natürlich schlecht. Ich bin kein Mensch mit Geduld. Ihr kennt mich vielleicht. Alles klar, an der Stelle befand sich die fünfte Münze. Das Devil regt sowieso auf, wenn du es nochmal spielst, ne? Weil sich manche Räder einfach nur verdammt langsam drehen. Naja, klappt eh nicht mehr. Wir müssen in aller Ruhe. So, und ich schätze, das wäre es dann auch gewesen, ne? War entspannt. Ein bisschen Stranderkundung und ein Level. Ich würde fast dazu tendieren, dass wir im nächsten Part dann nicht, das war Kapitel 15, war es Kapitel 15? Im nächsten Part einfach komplett Kapitel 16 machen. Und danach komplett, also, wenn wir das nächste Mal nur ein Level machen, dann holen wir das hier nach. Oder wie wäre da eure Meinung? Wir können vielleicht erkunden, vielleicht machen wir das so. Wir machen noch mehr Erkundungen und vielleicht Toniken nachholen und sowas, zusammen mit Turbulenz Tide. Ebbe und Flut. Aber für heute wäre es das. Gebt mir Daumen, denn Daumen sind besser als Pflaumen. Bis dann und ciao.